Zukünftig wird uns der Kühlschrank sagen, was wir einkaufen müssen und das Handy im Supermarkt zum helfenden Begleiter werden. Im saarländischen St. Wendel tüfteln Wissenschaftler des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz an verschiedenen Lösungen, die das Einkaufen erleichtern sollen. Mit der neuen Technik können Kunden zum Beispiel nach Produkten suchen, die zu ihrer Ernährung passen, wenn sie eine Diät machen oder eine Allergie haben. Dafür haben wir eine kleine App gebaut, mit der sehen Sie praktisch das Kamerabild, was Ihr Handy sieht, halten das über das Regal und sehen dann über den entsprechenden Müsli-Verpackungen eingeblendet, entweder ein rotes X oder ein grüner Haken. Und die signalisieren Ihnen, was Sie jetzt kaufen können und was nicht. Interaktiv geht es auch künftig an den Regalen zu. Beim Herausnehmen einer Müsli-Packung erscheint automatisch auf einem Display eine Liste der Inhaltsstoffe. Noch ist diese Technik zu teuer für den Handel, aber elektronische Preisschilder an den Regalen werden sich bereits in naher Zukunft durchsetzen. Ein weiterer Baustein ist die frische Theke. Kurz auf das Produkt gezeigt, schon erscheint auf dem Display zum Beispiel Wildsalami. Nur eines wird sich auch zukünftig nicht ändern. In der Zukunft wird man auch immer noch im Supermarkt leider bezahlen müssen. Das wird aber auf andere Art passieren, wie das heute der Fall ist. Idealerweise wird der Einkaufswagen oder der Einkaufskorb schon erkennen, was ich reinlege, und die Kasse wird das Ganze automatisch scannen. Und ich werde dann kontaktlos, zum Beispiel mit einer Kreditkarte, in einem Autoschlüssel oder in der Armbanduhr oder mit meinem Handy oder per Fingerabdruck bezahlen können, ohne dass ich lange an der Kasse Schlange stehen muss. Trotz Hightech, die Technik werde den Menschen nicht ersetzen. Sie werde nur dafür sorgen, dass bestimmte Tätigkeiten weniger werden und Mitarbeiter dann mehr Zeit für die Kunden haben.